sagt einfach Bescheid. Der Konflikt. Ja. Das ist jetzt quasi nochmal das Ende. Ich hab's nicht gekauft, Enzo. Es hat Elektron hat's gekauft. Ich habe mir nur die Try-Version runtergeladen. Und wenn er mich einlädt, quasi kann ich es über ihn kaufen. Deswegen sage ich ja, 30 Euro für jeden 15 Euro ist ein wirklich geiles Spiel. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir noch nicht mal alles gesehen haben. Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich noch bestimmt irgendwelche versteckten Sachen, die wir jetzt nicht gesehen haben. Ja, ich denke alleine, wenn du dich für die Wege entscheidest. Ja. Immer. There! Down on the right! I see him running! Set us down over there! Okay! I'll go this way. All right. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. Get out. Go. Leo. Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Give up, Leo! This won't end well! Wir wollen sie natürlich nicht ganz so leicht machen. Throw it away. You fucking
disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Ah! Wieder hinter mir! Mehr Schaden gemacht, oder? Ja. Ich hatte gerade irgendwie so das Gefühl vermittelt, wie als soll eigentlich der Polizist sterben. Ja, du merkst alleine schon, wenn du angeschossen bist, bist du viel langsamer. Ja. Sehe ich gerade bei dir nämlich. Ich hab genauso getippt wie eben. Direkt ins Herz. Thank you.
I come in? Sure. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Thank you.
Ja, da habt ihr das zweite Ende gesehen. Was ich daran Tatsache nicht verstehe, ist, ich meine, der Cop will eigentlich eh aufhören, um sich um seine Familie zu kümmern. Warum er ihn denn quasi, oder warum erschießt er ihn? Dass dieser Vincent natürlich ein bisschen angepisst ist, weil er halt hintergangen wurde. Okay, kann man verstehen. Aber warum knallt ihn der Cop ab? Also, meine, ein gezielter Beinschuss oder so hätte es wahrscheinlich auch gemacht. Ist ein bisschen schwierig. Und dann hätten beide überlebt. Zwar wäre der eine wahrscheinlich im Knast und der andere... Ja, aber... Ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, Tatsache auch mit dem Ende... Also, die Leute, die es nicht kennen, also ich hätte damit nicht gerechnet. Und es ist schade wirklich, dass man keine Wahl hat. Dass man beide überleben kann. Das wäre eigentlich noch eine coole Sache. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Story war doch schon am Ende doch sehr brisant und hatte, glaube ich, eine... Also ich kann es gar nicht. Also ich habe mir das zwar, wie gesagt, auch bei anderen Leuten angeguckt, aber nur bis dahin, wo ich halt selber war. Und muss Tatsache sagen, es hatte doch schon eine interessante Wendung. Nur zum Schluss hin kam alles so Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Ein bisschen schnell, finde ich. Ja, das stimmt. Das hätte man noch ein bisschen länger verstricken können, die Story. Deswegen sage ich, ne, also ich finde, es ist okay für den Preis, definitiv. Aber ich finde es schade, dass das Ende dann Schlag auf Schlag, weil gerade am Anfang zieht sich es ein bisschen. Was ich gut finde, aber am Ende war es dann doch sehr abrupt irgendwo. Schade ist. Ich denke, da hätte man noch locker 1, 2, 3, 4 Stunden rauskitzeln können. Aber gut. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ein super Game. Also wie gesagt, ich kann das da wirklich nur jedem empfehlen. Wer auf sowas Lust hat, definitiv kann man ohne Murren und Knurren halt wirklich den Leuten empfehlen. Was ich schade finde, ich fand die Rätsel ein bisschen leicht. In meinen Augen. Ich finde, da hätte man auch ein bisschen schwierigere Rätsel reinbauen können. Aber ich denke, das ist ja so ein, ich nenne es mal, allererstes Projekt und dass da natürlich nicht alles perfekt ist. Kann man natürlich halt auch irgendwo nachvollziehen. Aber vielleicht kommt ja da, wie gesagt, noch ein zweiter Teil oder nochmal sowas ähnliches. Also ich würde mir mehr so eine Spiele wünschen, Tatsache. Weil es einfach lustig ist und es macht Spaß und ja. Wäre cool, wenn mehr so eine Games kommen würden. Tatsache. Aber wie gesagt, wenn man sich das durch zwei teilt. Ist es schon 15 Euro definitiv wert und ja, auch die Minigames machen halt unfassbar viel Spaß. Also ich denke, alleine da kann man schon sehr viel Zeit halt vergeuden, sage ich jetzt mal. Und wollen wir mal gucken. Vielleicht kommt da noch mal so was Neues draus. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Denke, ist ja wie Overcooked beispielsweise oder Overcooked oder Cooked, wie auch immer. Auch ein geiles Spiel, würde ich tatsächlich voll gerne mit irgendjemandem spielen. Das Problem ist halt leider, dass man das halt nur auf einem PC spielen kann und nicht über Internet. Das ist ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Das würde ich tatsächlich auch mit dem einen oder anderen mal daddeln. Aber es geht leider nur über einen PC. Was sehr schade ist. Ist bei relativ vielen Spielen leider so. Ne, die wirklich lustig sind, kann man denn tatsächlich leider nur an einem PC spielen, was... sag ich mal, in der heutigen Spielebranche, Industrie eigentlich nicht so schwer sein dürfte, dass man das halt zur Not halt über einen LAN-Modus macht. Na, aber gut. So ist es halt und so ist es halt. Das Spiel zeigt ja auch, dass es möglich ist, Split Screens online ja,
Definitiv. Also man hat halt immer so gemerkt, so, dass manche Sachen ein bisschen unsynchron waren, aber jetzt auch nicht so extrem, dass man jetzt sagt, also im Spiel selber hat man es, fand ich jetzt nicht gemerkt. Es waren halt bei den Minigames war es halt stellenweise ein bisschen unsynchron, aber ist jetzt auch jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, ja, das ist nicht spielbar. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass die Leute da definitiv nochmal so ein Game machen. Wie gesagt, wir laden euch natürlich immer die Folgen auf YouTube auch noch hoch. Falls ihr da was verpasst habt, den Anfang oder das Ende oder was auch immer. Es werden, wie gesagt, auch beide Enden hochgeladen. Haben wir jetzt extra nochmal für euch quasi, haben wir ja quasi extra für euch nochmal quasi durchlebt. Sage ich jetzt mal. Was machen wir jetzt? Ja, wir haben bald Kopfbesprechung, also KW wird sich jetzt nicht so wirklich lohnen. Ich habe erst überlegt, wenn das Spiel jetzt nicht sehr lange rauszögert, okay, dann, oder hätten wir jetzt noch ein bisschen gebraucht, so bis 16.